liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch. Und endlich ist der Frühling da und passend zum Thema mache ich den Frühlingstag. Ich habe mittlerweile meine Wohnung auch schon frühlingsmäßig so weit dekoriert, auch ein bisschen schon für Ostern. Und deswegen ist man natürlich in spitzen Frühlingslaune. Also Leute, packt euren luftigen Sachen raus, denn der Frühling ist da. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Tag. Also am liebsten im Frühling ziehe ich natürlich schon Frühlingskleider an, aber je nach Temperatur ziehe ich auch gerne lange Hosen an. Und zwar gibt es da mehrere Farben, denn es sind alles rund um die Pastelltöne, die mir im Frühling sehr gefallen. Also am liebsten natürlich an der Gotsche mit einem kleinen Snack oder einfach nur da sitzen und die Sonne genießen. Natürlich immer noch Joghurt mit verschiedenen Früchten oder Joghurt pur. Das ist im Frühling sowie im Sommer sehr erfrischend. Also von diesen Farben her wäre es dann wohl eher pink. Im Sommer sowie auch im Frühling ganz klassisch Sneaker. Ich ziehe aber auch gerne zu meinem Kleidchen natürlich Pumps an. Hier ist meine Antwort, das klassische Seidenhalstuch. Diesen Loopschal, plus dann etwas dünner. Ich habe kräftigere für den Winter und luftigere für den Frühling. Ich habe einen sehr hübschen roten Mantel als Übergangsjacke, also erklärt sich die Frage. Im Frühling am liebsten natürlich ein Picknick. Oder draußen sitzen in einem Eiscafé. Das ist auch möglich. Ich mache einfach beides gerne. Einen Frühlingstag lasse ich am liebsten mit meinen liebsten Freunden ausklingen und meinem Schatz. Vielleicht bei einem Cocktail. So, das war's schon wieder von mir. Ihr habt jetzt meine liebsten Frühlingserfahrungen gesehen und vielleicht schreibt ihr mir einfach in die Kommentare, was ihr am Frühling sehr, sehr mögt. Ich mag zum Beispiel am Frühling sehr, dass alles wieder anfängt zu blühen, dass die Vögel wieder zwitschern und man kommt einfach wieder raus. Auch wenn nur zum Pokémon fangen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Die Sarah aus Dessau. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und genießt den Frühling. Tschüssi! Apropos nächste Woche. Nächste Woche bekommt ihr hier auf meinem Kanal einen heiß erwarteten neuen Teil von Die Sarah auf Reisen. Dieses Mal gibt es den Vlog über Leipzig. Aber nicht direkt über Leipzig die Stadt, sondern ich fahre als Cosplay auf die Buchmesse. Ich gehe als Buchcharakter und werde dort meine Kamera natürlich für euch immer dabei haben, dass ihr mal seht, wie das auf einer Buchmesse so ist. Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, die zeige ich euch aber auch ein anderes Mal. Also freut euch auf den nächsten Sonntag. Jetzt sage ich aber Tschüssi!